Laura Papendick, Monika Lierhaus hat den Weg geebnet. Am heutigen Donnerstagabend wird die beliebte Sportmoderatorin Monika Lierhaus, 52, bei RTL ihr TV-Comeback geben. Vor dem Europa-League-Viertelfinale zwischen Bayer Leverkusen und Union St. Gilloise, ab 20.15 Uhr bei RTL sowie im Stream bei RTL Plus, spricht Moderatorin Laura Papendick, 34, mit Lierhaus über ihre künftigen Projekte beim Kölner Privatsender. Gegenüber RTL verriet Papendick jetzt, dass sie sich auf das bevorstehende Gespräch freuen würde. Und bezeichnete Lierhaus als Wegbereiterin ihrer Moderatorinnen-Generation. Man kann mir gefühlt jeden Fußballer zum Interview hinstellen, das ist für mich nicht so besonders wie bei einer Monika Lierhaus. Erklärte die 34-Jährige, um hinzuzufügen, ich bin nicht nervös, aber es ist auf jeden Fall eine positive Anspannung da. Anführungszeichen. Aus ihrer Bewunderung für ihre Gesprächspartnerin machte die RTL-Moderatorin keinen Hehl, jeder wusste, dass sie ihren Job perfekt macht. Sie hat gezeigt, dass Frauen den Job genauso gut wie Männer können. Weil sie immer perfekt vorbereitet und nie überfordert wirkte. Daher habe die ehemalige Sportschau-Moderatorin anderen Frauen als Vorreiterin den Weg geebnet. Für den Sender RTL wird Lierhaus im Juni von den Special Olympics in Berlin berichten. Neben Sportmoderationen bei RTL aktuell soll die 52-Jährige für verschiedene Nachrichten- und Magazinformate die Athleten und Athletinnen begleiten. Außerdem soll sie im Juni gemeinsam mit ihrem Kollegen Florian König, 55, als Reporterin von einem DFB-Länderspiel berichten. Zudem seien weitere Einsätze bei Live-Sportereignissen geplant. Auch für die Sendung Punkt 12 soll die Moderatorin im Einsatz sein und Helden des Alltags begleiten.